Geht. So. Das ist mal der erste Motoren laufen. Und jetzt schalte ich manuell um. Das sind diese 15 Sekunden. Und wenn du die Zeit gelassen hast, dann kriegst du die Umschaltung gar nicht mit. Und dann kannst du auch wieder zurückschalten. Und dann wird wieder auf 8 halten. Okay. So, ein bisschen höher hinauf. Jetzt hat einmal alles ziemlich bearbeitet. Ne? Alle Achsen waren in Betrieb. Genau. Super. Warte mal, hier ist das Bild okay? Gegen die Sonne? Ja. Ich schalte mich um. Der Faro war ein bisschen unterschiedlich, aber Max wird es gebleached, wahrscheinlich ganz kurzfristig war das jetzt. Das ist sicherlich auch schon heiß gegeben. Und die Telemetrie, horizontal. Geh mal Höhe, mach mal was anderes, ob die Werte sich verändern. Ja, ja, die sind so. Felgen, Höhe geht. So, jetzt ist halt die Gefahr, wieder zurückzuschalten auf den Volk. Du bist jetzt definitiv noch der Zweite. Ich hoffe noch. A3 hat schon eine sehr gute Note. Mit der Nase damals, das wäre ein totaler Flip gewesen, so wie du vorher schon geflogen bist. So, du wolltest dann 9 Sekunden fahren? Ich will jetzt gleich mal rüsten. Okay. Wir schalten auch nicht mehr auf A. Nee. Ja, ich nicht glauben. Ich schalte wieder um auf A. Ich bin jetzt an B. Und da ist halt die Frage, ob du jetzt die Motor anlassen willst. Und dann ausschalten. Dann nehmen wir dann ausgehen. Wenn schon bitte? Ja. Okay. Mhm. Nächster Start. Flightcontroller A ist in Betrieb. Abheben. 10 Meter wegfliegen, irgendeine Seite. Umschalten, den Homepoint auf einen neuen Punkt setzen, den aktuellen UAV-Copter-Punkt. Dann woanders hinfliegen. Manuell umschalten auf den B-Flightcontroller und dann Return to Home aktivieren. Welcher der beiden Punkte, der automatische beim Motorenstart oder der manuell gesetzte, welcher wird angeflogen? Das ist das Thema. Return to Home, aktivieren.
ausrichten. Höhe muss er keine dazu nehmen, weil er nur 37 Meter ist. Clever. Aus meiner Sicht bestimmen wir die Batterie, 15 Minuten Batterie. Ja. Nein, weil der Maximum ist nicht verlustig. Wenn nämlich die andere irgendwo einen höheren Wert hat, dann würde er ja das rausnehmen. Aber immer nur kurz, weil er ja trotzdem anstehen würde. Ne? Nur für das Manöver, sozusagen. Weil er wieder wahrscheinlich nicht vorauszusagen, dass er bei jedem Manöver Maximum durchgeht. Also irgendeine akustische, ganz ehrlich, dann bauen wir halt die Wasser noch mit ein, oder? Dann hat doch sicher da noch einen Vorteil. Das machen wir nicht gut.